Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich zeige euch gleich am Anfang mal, ich habe ein paar neue Mods aktiviert. Ja, was heißt ein paar neue Mods aktiviert? Das sind die ersten Mods, die ich jetzt hier für Surviving Mars tatsächlich verwende. Die erste Mod ist sogar schon seit 1, 2, 3 Folgen aktiv. Das sind Recolored Icons. Das zeige ich euch gleich, wenn wir näher ranzoomen. Aber erstmal, ihr kennt ja diese Zoom-Stufe. Das ist eigentlich eher so. So oder so, ich bin nicht mehr genau sicher. Das ist halt das Problem. Das ist die maximale Zoom-Stufe, mit der man, also von der aus der Entfernung, aus der man gucken kann auf die Oberfläche. Und die neue Mod, die ich hier habe, die erweitert die Zoom-Stufe. Man kann jetzt noch weiter rauszoomen, hoppla, bevor man in diesen Kartenmodus kommt. Also, das ist der Kartenmodus und dann zoomt man vorher automatisch so ungefähr so rein und jetzt kann man aber halt noch ein bisschen weiter raus. Und so hat man einen exzellenten Überblick, bevor man halt in den Kartenmodus kommt und kann so große Teile und bei großen Kolonien sehr viel mehr überblicken. Das ist also eins. Außerdem kann man auch näher ranzoomen, denn es geht auch sowas jetzt, ja? Das so nah ran ging vorher nämlich auch nicht. Recolored Icons. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade hinkriege. Die Kolonisten haben ja manchmal so Icons über den Köpfen und die sind alle in diesem Blau-Gelb. Normalerweise. Das Blau als Hintergrundfarbe bleibt, aber die Icons, die haben jetzt teilweise andere Farben. Wenn jemand zum Beispiel keinen Job hat, dann ist das Dollarzeichen nicht gelb, sondern hat irgendeine andere Farbe, sag ich jetzt mal. Das werden wir im Laufe der Zeit einfach sehen. Und noch eine wichtige Mod, Martian Economy. Die macht Folgendes. Man kann allerhand damit machen, aber das Wichtigste dieser Mod, warum ich sie installiert habe, ist, dass Spezialkräfte oder also Leute mit Job, zum Beispiel ein Wissenschaftler, jetzt bevorzugt in seinem Job arbeitet. Das heißt, wenn wir hier ein Forschungslabor stehen haben, dann arbeiten da verdammt nochmal auch alle Wissenschaftler, die wir haben. Und die arbeiten nicht in der Bar. Ja, gibt's nicht. Oder beim Lebensmittelladen. Kommt nicht mehr vor. In der Krankenstation arbeiten verdammt nochmal die Ärzte. Die Ärzte arbeiten aber nicht mehr in der Weltraumbar. So, und wenn ihr das jetzt noch seht, dass hier noch ein Arzt ist oder ein Wissenschaftler, in dem Fall sind es Botaniker, dann gibt es keine freien Stellen. Dann teilen die sich auch quasi als zweite Priorität auf die anderen Jobs auf. Aber die suchen immer erstmal das, was für sie speziell ist. Leider macht das Spiel das nicht von sich aus. Ich verstehe es gar nicht. Und es gibt auch keine Möglichkeit, das zu priorisieren. Ich kann nur sagen, nur Spezialkräfte. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja nicht nur Spezialkräfte, weil dann habe ich möglicherweise zu wenig Arbeiter, weil die nicht mehr aufgefüllt werden. Ich möchte ja vorrangig Spezialkräfte und das macht diese Mod. Die macht aber auch noch eine andere Sache. Ich kann nämlich hier Gehälter einstellen. Ich kann hier sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel diese zwei Stellen auch noch unbedingt aufgefüllt haben will, ja, dann mache ich hier einfach das Gehaltslevel ein bisschen höher. Das ist nur virtuell. Die kriegen ja nicht wirklich ein Gehalt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Gehalt so hoch setze, dann ist ziemlich sicher, dass hier gleich zwei Leute von irgendwo anders herkommen. So kann ich halt das noch steuern. Ich lasse das erstmal alles auf Standard. Es gibt aber nicht nur das Wage-Level, es gibt auch noch den Price-Level. So, wie teuer ist denn das hier? Dieser Kunstladen hier zum Beispiel. Ich könnte sagen, nee. Oder, ja doch, ich nehme den Kunstladen. Ich nehme lieber die Bar. So, in diese Bar kommt aber nicht jeder rein. Da kommen nur die rein, die auch mehr Geld verdienen. Ja, so. Heißt, jetzt müsste jemand schon so einen Job haben, um hier reingehen zu können. Und so kann ich steuern, wo die armen Schlucker und die reichen Leute essen gehen sollen. Ist fragwürdig, ob man das möchte. Vielleicht gibt es mal eine Situation, wo wir das gezielt einstellen. Aber wichtig ist halt eben, dass die Leute sich verdammt nochmal auf ihre Jobs einteilen. So, und dann muss ich noch einen Fehler korrigieren. Vielen Dank für den Hinweis. Für die Ranch gibt es keinen, keinen Anspruch. Also keinen Spezialjob hier. Bei allen anderen Gebäuden sieht man das. Beste Arbeiter, Wissenschaftler. Hier ist egal. Moment, ich muss eine Fabrik haben zum Beispiel hier. Beste Arbeiter, Ingenieure. Beste Arbeiter, Ingenieure. Hier sind es die Geologen. Ja, so, aber die Ranch hat nichts. Ich dachte, die Biologen. Ja, ich dachte das, die Botaniker, Entschuldigung. Ich dachte das, weil es ja auch mit Lebensmitteln zu tun hat. Mir war vorher auch klar, dass ein Botaniker jemand ist, der sich um Pflanzen kümmert.
Ja, also nicht, dass ihr denkt, ich wäre bescheuert oder so. Nein, das ist nicht der Fall. Ich dachte halt nur, dass die dann halt auch in der Ranch arbeiten. Das war eine falsche Aussage. Vielen Dank für die Korrektur in den Kommentaren, die ich immer lese, wie ihr wisst. Ich kann aber nicht auf alle eingehen. Und das wisst ihr, denke ich, auch. So, und dann mache ich die Pause jetzt raus. Jetzt wird die Mod aktiv und jetzt müssen sich so ein paar Jobs umverteilen. Wir versuchen, das im Auge zu behalten. Also hier arbeiten schon mal, ja, da ist noch ein Geologe, aber der findet möglicherweise gerade keinen anderen Platz. Weil hier da in dem einzigen Gebäude, in dem wir wirklich Geologen brauchen, ist schon alles voll. Schauen wir mal weiter. Wir haben hier die Polymerfabrik, da müssten eigentlich Ingenieure drin sein. Sind sie auch. Und hier in der Maschinenteilfabrik auch. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, Moment, wir gucken mal kurz. Polymere, Polymerverbrauch 2, Produktion ist 3,5 jetzt. Das ist noch nicht aktualisiert hier, das nervt mich auch total. Warum wird das nicht sofort aktualisiert? Da lassen wir aber erstmal alles so. Forschungslabor lassen wir auch so. Ich könnte zum Beispiel sagen, der Edelmetallextraktor ist ja schön und gut, aber ich möchte, dass die... Möchte gar nicht, dass hier so viele Geologen arbeiten. Ich kann mit der Mod nämlich jetzt auch, Stellen sperren. Ich kann draufklicken und dann klicke ich nochmal rechts drauf. Jetzt ist der Job gesperrt. Da kommt keiner mehr hin. Leute, warum ist das nicht im Spiel? Warum muss ich da eine Mod für finden? So, und jetzt sehen wir auch hier Braun. Braun ist dann für arbeitslos. Hat keinen Job mehr. Der Ärmste. Oder die Ärmste in dem Fall. Die habe ich nämlich rausgeschmissen. Jetzt ist da ein anderer Geologe reingekommen. Naja, arbeitet der Geologe jetzt halt hier. Nee, das ist immer noch der andere. Keine Ahnung, wo die Brit untergekommen ist. So, die Magnetfilterung ist erforscht. Das nächste ist die systematische Ausbildung. Muss man gerade schauen, die Magnetfilterung, was machten die nochmal? Wo haben wir die denn jetzt erforscht? Da. Ah ja, genau. Mehr Sauerstofferzeugung in den Moxis. Das ist gut. Wir haben zwei. Wir haben zwei Moxis. Da werden jetzt Sauerstoffproduktion 3. Warte mal, da wird aber auch nur nach Bedarf, glaube ich, produziert. Ja, wir haben Bedarf von 6. Es wird auch nur so viel produziert. Der kann aber maximal produzieren. Ja. Warum steht da 72? Das ist definitiv ein Fehler. Also wir können das hier... Sauerstoffproduktion 6. Und das ist das ganze Netz. Das ist das ganze Netz und das hier ist dieses eine Gerät. Aber warum steht da 72? Das macht ja nicht wirklich Sinn. Gesamte Produktion 2382? Nee, im Leben nicht. Das ist ein Fehler. In dem Tooltip ist ein Fehler. Keine Ahnung, woran das liegt. Wir können auf jeden Fall hier erhöhen. Das kostet aber Polymer. Das sparen wir erstmal ein bisschen mit. Das ist halt das Upgrade, was wir gerade erforscht haben. So, wie sieht's mit den Raketen aus? Ich muss mir mal kurz eine Übersicht verschaffen. Wir haben die Rakete Gertje, die gerade Exportgüter sammelt. Und wir haben die Rakete... Die heißt jetzt auch Gertje. Mensch, Leute, ich habe doch da die Namen eigentlich umbenannt. Jetzt haben wir zwei Gertje-Raketen. Also das ist funktioniert nicht so gut. Wenn ich jetzt eine Passagierrakete nehme, dann heißt die Age, okay. So, das ist Age. Jetzt muss ich mal eben gucken. Rakete kaufen? Nee, nee, nee. Ich hätte gehofft, dass auch noch ein Poppy kommt. Also wir haben momentan drei Raketen. Ich muss doch irgendwo sehen können, was für Raketen ich habe. Vielleicht ja im Kontrollzentrum. Wir schauen mal kurz. Transport. Da sind die Raketen. So. Wir haben Gertje und Gertje hier unten auf der Oberfläche und H ist oben. Das heißt, ich muss eine von diesen Raketen umbenennen. Tja, aber wie hatte ich die denn jetzt benannt? Also, jetzt muss ich mal kurz nach den Dumms gucken. Doc Snyder, Lippi. Ach, diese Kuppel hat auch noch keinen Namen. Ja, pass auf, Leute, das habe ich nicht vorbereitet jetzt. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Mit dem Umbenennen. So, gucken wir weiter, was unsere unmittelbaren Bedürfnisse sind. Wir haben diese Kuppel gebaut, um hier Servicegebäude unterzubringen. Oh, wir brauchen Maschinenteile als Wartung hier. Hier wird gerade nicht gearbeitet. Eine Anomalie! Das ist gut. Dann machen wir das sofort. Das ist immer gut. Und dann können wir auch ein neues Quadrätchen auswählen zum Scannen. Das machen wir. Aber ein bisschen Metalle sind hier drin. Was macht eigentlich der Transporter? Der pennt. Der macht gar nichts. So, dann gucken wir mal eben, wo noch Metalle sind. Sind das hier welche? Nein, aber das sind welche. 22. Da haben wir doch bestimmt irgendwo noch mehr liegen.
Boah, also wenn das mal nicht viele Metalle sind hier, dann weiß ich es auch nicht. Da machen wir jetzt die Transportroute. Und zwar hätten wir gerne die Ressourcen von hier, Metalle. Die würden wir gerne hierher verbringen in die Kolonie. Zack. Dankeschön. So, da passt ja ordentlich was rein. Soll der mal alles rüberholen. Der kann momentan 45 Einheiten transportieren. Das Kapazitätsupgrade hatten wir schon. Gut. So, also wir sind dabei, Servicegebäude in die dritte Kuppel zu bringen. Und deswegen müssen wir hier eben schauen, welche. Wir haben die Krankenstation. Was wollte ich denn? Genau, ich wollte das Ding hier noch da hinstellen. Zum Diner und zum Elektroladen. Alternativ können wir die Krankenstation... Können wir die... Na? Alternativ können wir die auch... hier nochmal reinstellen. Dann müssten wir nur... Warte mal, haben wir da zwei Erholungsdinger? Tatsächlich einen kleinen Brunnen und eine Statue. Was für eine Platzverschwendung. Kolossal. Die Statue reiße ich mal ab. Genau wie den Brunnen. Und dann bauen wir die Krankenstation dort neu rein. Und zwar so. Das macht nicht Sinn. Moment, wie kann ich das am besten machen? Wir haben ja hier zwei Anschlüsse. So könnte ich es machen. Jawohl, ich baue die jetzt hier hin. Na, Krankenstation kommt hier hin. Und da kommt noch ein Brunnen wieder rein. Bisschen Deko muss schon sein. Obwohl, ein Teich ist schöner. Der ist aber, glaube ich, zu groß, ja. Ja, dann nehmen wir kleine Gassen. So. Kleine Gassen. Was haben wir denn für Spitzen eigentlich schon zur Verfügung? Wo sind die Kuppelspitzen da? Ja, wir haben noch gar nichts verfügbar. Die Klinik und die Wasserrückgewinnung könnten wir hier errichten, wenn wir sie erforschen. So, 10 Beton. Das müssen wir eigentlich schnell zusammen haben. Wird schon fleißig was hin und her gefahren. Nur nicht an die richtige Stelle irgendwie. Wir erhöhen die Geschwindigkeit ein bisschen. Anomalie analysiert. Nachrichten ansehen. The probe's drill had hit 100 meters before it detected a spike in temperature. The data tells us it was ignited magnesium compounds. Okay. Ah, das ist interessant. Ha, wir haben, ja, alle künftigen Robotertechnologien sind um 10% günstiger jetzt. Weil wir hier Magnesium gefunden haben. Ja. Ja, Magnesium haben wir hier gefunden. Sehr schön. Robotertechnologien günstiger. Da kann ich mit leben, absolut. So. Krankenstation, bitte, bringt doch mal den Beton. Da kommt jetzt was. Ja, jetzt kommen sie alle mit dem Beton an. Sehr schön. Weil wir haben ja nun wirklich genug. 470 Einheiten Beton noch. Das müsste eigentlich hier in Raketengeschwindigkeit gebaut werden. Apropos Rakete. Ja, noch lange nicht. Und die wollen wir natürlich auch noch befüllen dann. Produzieren momentan 5,5. Naja, jetzt wird die Krankenstation gebaut. Das heißt, wir können diese hier abreißen. So, und dann bauen wir jetzt, reißen wir jetzt den kleinen Kunststoffladen auf, den kleinen Lebensmittelladen, den reiße ich auch noch ab. Möchte nämlich, dass jetzt hier ein normalgroßer reinkommt. Lebensmittelladen. Ah ne, das ist der falsche. Dieses hier. Und das bauen wir jetzt. Tja. Es ist ungünstig, dass jetzt hier zwei Eingänge sind, weil sonst geht das normalerweise immer schön auf.
Ja, egal was ich mache, es wird darauf hinauslaufen, dass zwei einzelne Felder frei bleiben. Das heißt, ich baue den Lebensmittelladen jetzt hier hin. Kostet Gott sei Dank auch nur Beton. Oh Moment, das Tor zum Sommer. Deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Was ist denn das? Willst du etwa ewig leben? Die Kunden von Ewiger Sommer, einer riesigen Kryonikfirma, anscheinend schon. Aus Angst vor dem Kataklysmus haben sich die 10 reichsten Kunden von Ewiger Sommer einfrieren und mit einer Rakete ins Weltall schießen lassen. Sie steuert auf den Mars zu und sie verlassen sich darauf, dass sich unsere Kolonie um die Versorgung der kosmischen Arche kümmert. Das ist ja toll. Das ist ja so, ne? Wir schicken euch mal ein Paket, ob ihr es haben wollt oder nicht, ist egal. Ne? Das ist, ihr bestellt nichts und es kommt trotzdem was. Die Rakete von Ewiger Sommer wird regelmäßig um Landeerlaubnis bitten. Wenn du dich um die Versorgung kümmerst, erhältst du beim Start sofort 150 Millionen. Okay, was kostet die Versorgung denn? Tja, was kostet die Versorgung? Ist auch genial, ne? Das All ist ein unwirtlicher Ort. Wir würden niemals... wir würden niemand dort allein zurücklassen. Ja, ne? Wir haben die auch nicht da hochgeschossen. Also das ist ja irgendwie... Weiß ich auch nicht. Das ist so eine... Tja, ich weiß nicht. Ist das so eine Hauptquest jetzt? Ich weiß es nicht. Wenn wir Oligarch wären, könnten wir hier dreimal so viel verlangen. 150 Millionen sind jetzt auch nicht so viel. Aber in unserer prekären Lage, was das Finanzielle angeht, kann man das schon nehmen. Ich weiß nur nicht, was die Versorgung kostet. Und die werden ja auch nicht aufgetaut dann wieder. Wir müssen uns halt wirklich um diese Arche kümmern, dass die da oben eingefroren bleiben oder was auch immer. Das ist also irgendwie, finde ich das nicht so toll. Wir können natürlich auch sagen, wir wollen nicht dafür entlohnt werden, aber hallo, sind wir die Wohlfahrt oder was? Nee, komm, also wir machen das, wir akzeptieren 150 Millionen. Ich bin gespannt, was das kostet. Müssen wir die, ja, die müssen wir scheinbar landen. Was? Nee. Ich glaube, ich spinne. Das ist ja wohl, das ist ja, ne, ich fühle mich gerade verarscht. Was soll denn das bitte? Für 150 Millionen? Das ist eine Frechheit. Kann ich das abbrechen? Ich will die nicht. Das mache ich nicht. Auch wenn das jetzt die Hauptquest ist oder das Mysterium, das sehe ich überhaupt nicht ein. Guckt euch das mal an. 20 Elektronikteile und 25 Bauteile. Nee. Die sollen da oben von mir aus ewig sterben. Ich weiß, das ist jetzt hart, aber das sehe ich nicht ein. So, jetzt haben wir hier einen großen Lebensmittelladen. Sektor scanned. Ah, wir haben Edelmetalle gefunden. So. Und... Jetzt müssen wir den Kunstladen... Ich würde sagen, den Kunstladen reißen wir jetzt auch ab. Und den bauen wir aber nicht in dieser Kuppel neu, der kommt hier oben hin. Und dann aber als, hoppla, als, ach Mensch, als normaler Kunstladen. Hier. Dann stellen wir hier hin. Ich reiß den schon mal ab. Die können wohl einen kleinen Moment drauf verzichten. Außerdem ist ja schon fast alles da. Okay, so, die Rakete ist jetzt da. Also, nee. Und jetzt kann ich die nicht mal hier lösen. Ja, das ist doch total doof, sowas. Für 150 Millionen. So, Lagerbestand niedrig, ja. Und dann noch was abgeben davon. Kommt überhaupt nicht in Frage. Gut, Drohnen sind überlastet. Das ist auch nichts Neues. So, ich glaube, die Rakete ist voll. Jawohl, die Gerte wird gestartet.
So, pass auf. Wir machen das jetzt so. Ich werde diese Rakete nochmal umbenennen. Das ist jetzt die Düna-Rakete. Ich hoffe, dass ich den schon hatte, weil ich habe ja eine Rakete umbenannt. Also, Düna ist jetzt hier und können wir jetzt versorgen mit Exporten. Ja, da ist der Kunstladen. Und der Komfort ist 61. Das ist definitiv besser als vorher. Also natürlich, weil die jetzt den Komfort hier mitnehmen aus dieser Kuppel. Und das Forschungslabor generiert 218. Research complete. Das Geniale ist halt eben, wir können sicher sein, da hier Spots frei sind, dass nirgendwo mehr Wissenschaftler sind. Ich weiß also genau, ich brauche noch zwei Wissenschaftler. Besser geht's doch gar nicht. So, systematische Ausbildung. Wissenschaftler und Botaniker erhalten plus 10 Leistungen, wenn sie im Spezialgebiet tätig sind. Und da kommt diese Mod natürlich auch wieder zugute, weil die Leute ziemlich sicher in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Ah, jetzt blinkt das hier die ganze Zeit, ich krieg's nicht weg. Ah, nervt das, ey. Bin echt am Überlegen, ob ich die Ressourcen per Nachschub hole und einfach nur, dass wir es wegkriegen. Aber wenn die jetzt echt in regelmäßigen Abständen kommt, stirbt die irgendwann? Steht da was? Ah, nervt. Ja, und wir müssen definitiv Nachschub anfordern. Und wir müssen nochmal neue Leute haben. Also, passt auf. Wir machen Folgendes. Wir holen uns jetzt eine Nachschubkapsel. Mit so ein bisschen Elektronikteilen. So ein bisschen Polymer. So ein bisschen Maschinenteile. Und schau mal, wie teuer das ist, ja? Ich wollte eigentlich nur eine Personenrakete holen. Aber wir kriegen gleich wieder ein bisschen Geld, wenn die andere Rakete bezahlt wird. Die ist nämlich noch nicht wieder zurück hier, 81%. Hätte ich das mal nicht gemacht. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, ob man das irgendwie beenden kann oder so. Ich weiß, gibt es im Kontrollzentrum da die Möglichkeit? Nicht wirklich. Nicht wirklich, ne? Tja. Ist Pech. Wir werden davon nicht sterben. So, hier fehlt Treibstoff. Richtig. Die Polymerfabrik braucht Treibstoff. So war's. Und da haben wir ja schon zwei Raffinerien. Und hier ist 130 Treibstoff. Warum wird's nicht hochgebracht? Ah, Moment. Nee, da gehen nur Leute zur Arbeit. Wir kontrollieren mal kurz. Der Drohnen... Alles klar. Problem. Ursache gefunden. Mist. So, was kostet die Polymerfabrik? Wo ist sie? Können wir die überhaupt schon selber bauen? Nein. Shit. Ah, die wird auch nie beliefert werden, weil die nicht in Reichweite ist und deswegen kein Treibstoff bekommt. Und das ist auch der Grund, warum wir hier kein Polymer bekommen. Aber Hauptsache, die Leute arbeiten da schon. Oh Mann. Tja, komm. Was nützt es? Wir müssen da einen Drohnenhub hinstellen. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich das nicht. Und wir kriegen den nicht mal genau dahin, wo er hin muss. Oh. Nee. Ach, das ist jetzt wirklich extrem ärgerlich, Leute.
Boah, ist das ärgerlich. Wirklich, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen sauer jetzt sogar. Also auf mich natürlich, ne? Das ist ja mein eigenes Problem. Jetzt muss ich einen Drohnen abhinstellen, das will ich nicht. Ja, passt auf, das löse ich anders. Wir brauchen eh noch mehr Fracht. Das ist noch lange nicht genug, was wir haben. Holen wir uns mal noch ein paar Fertigbauten. Und zwar... Tja. Eine Polymerfabrik. 300 Millionen. Wenn ich jetzt noch einen Drohnen habe... Tja, also die Geldmittel aufgebraucht. Da ging noch so viel Fracht drauf. Dann sind wir blank. Dann ist erstmal nichts mit neuen Leuten. Bis wir diese Rakete hier gestartet haben. Und jetzt reiße ich diese Polymerfabrik ab. Ach, es ist wirklich so ärgerlich. Also wir merken uns, dass diese... Dass das hier eine... Dass die beiden Kuppeln so eine imaginäre Linie bilden. Und dass da erstmal nichts funktioniert. Vielleicht stelle ich hier jetzt einen Drohnenhub hin. Ja, das mache ich auch. An diese Stelle gehört ein Drohnenhub, weil da genau auf diesem Knotenpunkt dann das Gebiet erschlossen werden kann. Wir können hier auch noch bauen, wenn wir das ebnen. Von daher kommt da, wenn die Fabrik weg ist, halt eben so ein Ding hin. Ja, kann die überhaupt abgebrochen werden jetzt? Abgebaut werden? Da kommt doch keiner hin. Die wird gar nicht abgebaut werden können. Oh Mann! Oder? Wie konnte ich die denn da überhaupt hinsetzen? Die muss doch von der Drohne auch aufgebaut worden sein. Ja, da ist ein kleines Fältchen ist ja auch hier dran, sag ich mal. Warum reicht das nicht? Boah, ist das ärgerlich. Ah, Mann, das könnte mich... So, Leute, pass auf. Experimentelle... Oh nein. Okay, also, die experimentelle Rakete. Scheinbar haben wir sie jetzt zum Einsatz gebracht. Es wurde ein schwerer Konstruktionsfehler beim Raketenprototyp entdeckt. Wie konnten sie das nur übersehen? Zum Glück konnte der Triebwerksfehler behoben und das Design aktualisiert werden, bevor es zu einem tragischen Unfall kommen konnte. Dann Gott sei Dank. Weil ich stelle mir gerade vor, dass wir die Rakete verloren hätten. Das wäre ja wirklich ein Desaster gewesen. So, aber passt auf. Ich mache das jetzt anders. Ich baue diesen blöden Hub jetzt hierher. Nur damit wir das abreißen können. Oh Mann. Keine guten Nachrichten. Okay, Leute. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Alles Gute, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.